Der Text heißt, wir waren niemals hier. Neulich bekam ich eine Freundschaftsanfrage über Facebook. Ich bekomme oft solche Anfragen und weiß immer nicht, ob ich sie beantworten soll, was sie mir bringen könnten, mal davon abgesehen, dass Facebook ein Wartesaal für Idioten ist und ich mich seit Jahren frage, was mache ich hier eigentlich? Aber dann kam eben diese Anfrage und die war interessant. Und vielleicht läuft es ja darauf hinaus, dass wir alle auf sowas warten. Die Anfrage kam von einer Irma und ich wusste augenblicklich, wer das ist. Es waren ja nur ein paar Monate und jetzt sind 30 Jahre vergangen und alles begann und endete mit einem Zettel auf dem Küchentisch. Sie saß im Wohnzimmer, das auch unser Schlafzimmer ist, und sah fern. Es lief eine Dokumentation über Eulen. Sie rauchte. Was sah ich zuerst, sie oder den Rauch? Alles klar? Sie sagt nichts. Du rauchst? Nein, ich schaue einen Eulenfilm. Aber du rauchst dabei. Scheint so. Ich mag es nicht, wenn sie im Wohn- bzw. Schlafzimmer raucht. Wir rauchen eigentlich nur in der Küche. Also ich selten, eher nie, sie dauernd. Einmal meinte sie zu mir, du rauchst, wie ein Nichtraucher denkt, dass ein Raucher raucht. Als ich sie wieder mal dafür kritisierte, dass sie im Wohnzimmer raucht, sinngemäß gesagt, dass Raucher freigeistige und genussfreudige Menschen seien, denen ihr Genuss vermisst werden und als Sucht stigmatisiert werden solle. Bezeichnenderweise seien ja auch Hitler und Stalin Nichtraucher gewesen. Wenn mehr Menschen rauchen würden, gäbe es wohl nicht mal mehr Kriege, denn die Raucher seien so entspannt, dass sie genussvoll leben und leben lassen können. Auf meinen Einwand, dass Stalin doch Kettenraucher gewesen sei, seufzte sie Edie Sedgwick-haft, aber er hat sich verhalten wie ein Nichtraucher. Ich ging in die Küche, nicht um zu rauchen. Ich hätte ja für sie dort rauchen können, aber ich machte mir ein Bier auf. Das ist meins, sie trank kein Bier. Sie meinte, die Bitterkeit des Bieres sei ihr zu arrogant. Irma trank auch keinen Wein oder sonst was. Sie leckte an Batterien. Sie hatte immer eine Batterie bei sich, an der sie lutschte. Abwechselnd rauchen und an der Batterie lecken. Zigaretten und Batterien, das hielt offenbar ihre Maschine am Laufen. Zumindest weniger irritierend, als an Steckdosen zu lecken und Pfeife zu rauchen. Aber wir küssten uns auch schon lange nicht mehr. Sex gab es natürlich auch keinen. Ich kann das Wort nicht mal richtig aussprechen. Sex. Ein Wort wie eine Prothese. Von ihr kamen immer kryptische Meldungen wie, mach dich doch nicht lächerlich. Und Abwehrreaktion, es tue ihr weh. Das ginge nicht. Wir müssen das verschieben. Ja, mein Gott, verschieben wir es. Paul McCartney hat mal gefragt, why don't we do it in the road? Die Antwort ist doch ganz einfach, weil wir es noch nicht mal im Bett machen. Sie war immer zu Hause und brütete so vor sich hin. Als ich sie mal fragte, was sie denn so vorhabe, was sie plane, zuckte sie nur mit den Schultern wie eine Schlange, die kurz davor steht, sich zu häuten, auch wenn Schlangen nicht direkt Schultern haben. Ich traute mich nicht, weiter zu fragen, aber am nächsten Tag hatte sie ein paar Lehrbücher gekauft, sagte sie. Ich weiß aber, dass sie sie geklaut haben musste. Sie hatte ja kaum Geld. Koreanisch für Anfänger. Sie lernte tatsächlich Koreanisch und begrüßte mich von da an mit Annyeong und meinte, das hieße zwar guten Tag, aber das sei ihre Art, ich liebe dich zu sagen. Statt diese Scharade zu beenden, tätowierte ich mich, machte mich zum Esel. Statt zu sagen, lass es uns lassen, was hält uns denn noch zusammen, nicht mehr, viel mehr als die Spucke unserer seltenen Küsse, klaute ich ihr ein Brathuhn. Genauso gut hätte ich mich vor die Tür setzen können, vor meine eigene, mich aus ihrem Leben entlassen, aber ich konnte es nicht. Aus falschem Verantwortungsgefühl, wo soll sie denn hin? Vielleicht wollte ich sie beschützen, vor sich selbst oder vor Idioten wie mir. Ich bin ein Udo Jürgens-Forscher und mir ist aufgefallen, die Parallelen von Udo Jürgens zu den Beatles, The Beatles from Liverpool, Udo Jürgens from Klagenfurt. Klagenfurt, Bachmann-Preis, Liverpool, England. Unglaublich, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Udo Jürgens und die Beatles,
12 gespenstische Parallelen. Und ich sage jetzt nur immer den Titel des Udo Jürgens Liedes und die Entsprechung des Beatles Liedes. Also es muss da eine geheime Pipeline zwischen Klagenfurt und Liverpool gegeben haben. 17 Jahre blondes Haar. Bei den Beatles heißt es I saw her standing there. Bei Udo heißt es Merci Cherie. Bei den Beatles heißt es Michelle. Bei Udo heißt es, es wird Nacht Seniorita. Bei den Beatles heißt es Lovely Rita. Bei Udo heißt es, immer wieder geht die Sonne auf. Bei den Beatles heißt es, here comes the sun. Bei Udo heißt es, griechischer Wein. Bei den Beatles heißt es, Norwegian Wood. Bei Udo heißt es, aber bitte mit Sahne. Bei den Beatles heißt es, I'm the Walrus. Bei Udo heißt es, Gabi wartet im Park. Bei den Beatles heißt es Lucy in the Sky with Diamonds. Bei Udo heißt es Ich bin wieder da. Bei den Beatles Get Back. Bei Udo, ich kenne dieses Lied nicht, aber der Titel ist sehr gut. Bei Udo heißt es Sind wir schon auf dem Brenner? Bei den Beatles heißt es The Fool on the Hill. Bei Udo heißt es mit 66 Jahren und bei den Beatles heißt es natürlich When I'm 64. Udo, vielen Dank für die Blumen. Bei den Beatles natürlich Birthday. Und zum Abschluss bei Udo das Lied Ein ehrenwertes Haus und natürlich bei den Beatles heißt es Revolution Number 9. Wie die Schriftsteller in Adjektiven weiterleben. Also ich gebe dir den Schriftsteller vor und du versuchst das Adjektiv vielleicht zu machen. Franz Kafka. Kafkahaft. Heinrich Böll. Böllisch. Friedrich Schiller. Schillernd. Kenzabure Oe. Das Adjektiv heißt öd. Hertha Müller. Das Adjektiv heißt hertesk. Marcel Proust. Aufgeprustet. Ja, ungeprobt. Also. Hermann Hesse. Hessisch. Marlene Streowitz. Streowitzlos. Heinz Strunk. Heinzelnartig. Und Max Frisch. Frisch.